Wann wissen wir jetzt endlich mehr über Assassin's Creed Kingdom, das nächste Wikinger Assassin's Creed? Darum geht's heute. Derzeit läuft auf meinem Kanal ein richtig fettes Gewinnspiel. Dafür einfach auf den Link unterm Video gehen und dann kommt ihr hier auf die glean.de Seite. Ich verlose nämlich zweimal Assassin's Creed Symphony Karten für Berlin am 8.11.2019. Das ist ein riesiges Assassin's Creed Konzert. Vielen, vielen Dank an MGP Live und Ubisoft, dass ihr mir ermöglicht, diese Karten hier zu verlosen. Ihr bekommt das Ganze dann als E-Tickets, wenn ihr da teilnehmt. Stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr, bevor ihr auf den Link geht, meinen Kanal abonniert habt. Seid ihr dann auf der Seite, könnt ihr hier verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel mir auf Instagram folgen oder auf Twitch folgen oder auf Twitter folgen. Und je mehr ihr davon macht, desto mehr Chancen habt ihr zu gewinnen. Aufgelöst wird das Ganze am 1.11. Das bedeutet, ihr müsst dann unbedingt in meinen Community-Tab schauen, damit ihr wisst, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Meldet euch bitte, wenn ihr der Gewinner seid, bei mir per Mail. Dann kriegt ihr die beiden E-Tickets. Und jetzt viel Glück dabei. An erster Stelle natürlich wie immer die kleine Ansage. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Fragnard. Auf meinem Kanal findet ihr alles rund um Assassin's Creed. Seit Assassin's Creed Origins gibt es zu dem Thema wirklich alles bei mir. Ich glaube, ich habe mittlerweile 800 bis 1000 Assassin's Creed Videos oder so gemacht. Kein Scherz, bleibt gerne mit dem Abo dabei, wenn ihr Bock habt. Assassin's Creed 2020, das ist somit das gefragteste Thema auf meinem Kanal. Wann geht's los? Wann gibt's Infos? Mach wieder Infos bitte und so weiter. Und ich probiere euch jetzt mal ein bisschen was zu liefern, was euch vielleicht noch weiterbringt. Heute mal unter dem Standpunkt, wann werden wir denn jetzt die erste offizielle Ankündigung sehen? Wer erstmal die ganze Geschichte zu Assassin's Creed Kingdom sehen möchte, der sollte sich nochmal mein Video Assassin's Creed Kingdom, alles was wir wissen, anschauen. Da erzähle ich dir alles, was wir wissen zu Assassin's Creed Kingdom. Der Jason Schreier von Kotaku mal wieder geleakt. Er weiß schon, okay, das Spiel wird ein Assassin's Creed im Wikingerraum sein, das weiß er schon. Jason Schreier, zur kurzen Info, hat in der Vergangenheit fast alles bezüglich Assassin's Creed erfolgreich geleakt. Es hat immer gestimmt, was er gesagt hat, damit du jetzt einfach mal auf Stand bist. Kurze Zusammenfassung, es gab einen Easter Egg in The Division 2, daraufhin gab es einen Leak und es wurde bestätigt, dass es sich um ein Wikinger IC handelt. Dann gab es noch weitere Leaks und so weiter zu irgendwelchen Ingame-Inhalten sogar. Aber heute geht es nicht um Ingame-Inhalte, sondern um einen möglichen Ankündigungstag und vielleicht auch mögliche Release-Zeitpunkte. Genau. Es gab ja jetzt eine neue Ankündigung von Ubisoft, dass drei Titel von ihnen verschoben werden. Auch dieses Video solltest du dir vielleicht anschauen. Es ging um Watch Dogs Legion, Gods and Monsters, was in Assassin's Creed, na, ich will nicht sagen Konkurrent ist, sondern eher ein Synergent. Es ist nämlich eine Mischung aus Assassin's Creed und The Legend of Zelda und dann noch Rainbow Six Quarantäne. Die drei Spiele sollten Anfang nächsten Jahres rauskommen, kommen sie aber nicht. Und das verändert vieles. Es könnte nämlich sein, dass wir deswegen früher schon Assassin's Creed Kingdom sehen, um früher gehypt zu sein, um früher Pre-Orders zu haben oder so. Könnte sein. Auf jeden Fall gibt es noch mal ein paar Neuigkeiten. Wie der YouTuber Joe Raptor in einem seiner Videos gezeigt hat, ist Magnus Brun nämlich bei Ubisoft gewesen. Wer darüber alles wissen möchte, der sollte sich vielleicht nochmal das Video von Joe Raptor anschauen. Hier geht es jetzt eher darum, Magnus Brun ist ein Wikinger. Na, eigentlich nicht. Er ist Schauspieler von Wikingern. Eine Art Wikinger-Ikone aus The Last Kingdom. Habe ich auf Netflix, glaube ich, gesehen. War ganz cool. Er hat sich auf jeden Fall mit Leuten von Ubisoft getroffen, die gerade höchstwahrscheinlich am nächsten Assassin's Creed arbeiten. Ja. Er war nämlich in der Gegend um Montreal unterwegs. Dem Studio, was auch Assassin's Creed Origins gemacht hat, bedeutet dieses Studio, was gerade seit Origins Release frei ist und wieder ein neues Spiel entwickeln konnte. Die haben wahrscheinlich auch schon vorher damit angefangen, denn am Ende eines Spiele-Releases bzw. kurz vor dem Release arbeiten gefühlt alle Ubisoft-Studios mit an einem Game. Das war das Studio, was auch an Syndicate gearbeitet hat, Unity, Rogue, Assassin's Creed 3, Brotherhood, Revelations, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed und also ich glaube, ich brauche euch nicht sagen, dass das ein ikonisches Studio für AC ist. In jedem Fall war Magnus Brun, der Wikinger-Schauspieler, dort zu Gast und das wahrscheinlich nicht ohne Grund. Joe Raptor hat in seinem Video auch nochmal gezeigt, dass sich Mitarbeiter von Ubisoft und Magnus Brun gegenseitig gefolgt haben. Bedeutet eigentlich für uns, Ubisoft ist da wirklich mit Wikingern dran. Es gibt noch weitere Informationen. Die habe ich auch in meinem anderen Video zu Assassin's Creed Kingdom gezeigt. Bedeutet, es ist eigentlich sicher, dieses Spiel wird rauskommen. Wer das jetzt noch nicht glaubt, keine Ahnung. Kann ich auch nicht mehr helfen, dann musst du bis zum Release warten, bis zur offiziellen Ankündigung. Aber wann ist denn jetzt eventuell diese offizielle Ankündigung? Darum wollten wir hier nochmal ein bisschen schnacken. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wahrscheinlichste Möglichkeit ist die E3 2020. Wer erinnert sich noch an das Assassin's Creed Odyssey Release? Auf der E3 2018. War legendär, danach
ging mein Kanal hier so richtig los, möchte ich einfach mal sagen, mit Assassin's Creed, weil ich das Thema so geliebt habe und auch viel gebracht habe. Vorher gab es noch einen kleinen Leak, beziehungsweise ja, es gab einen Leak, dann gab es einen Mini-Teaser und dann gab es die Ankündigung auf der E3. Vielleicht wird es dieses Jahr wiederholt, denn es hat Erfolg gebracht. Ubisoft hat gemerkt, okay, das hat gut geklappt, Odyssey hat sich gut verkauft, aber vielleicht probieren sie auch was Neues aus. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt andere Termine, die möglich wären. Ja, zum Beispiel die Gamescom, was ich für super unwahrscheinlich halte. Das ist viel zu spät. Andere kleine Spiele-Events oder ein komplett eigenes Event wäre auch denkbar, dass sie ihr Marketing komplett umstellen. Aber warum? Also momentan funktioniert es ja echt ganz gut. Halte die E3 immer noch für sehr wahrscheinlich. Aber, fettes Aber, jetzt gab es ja neulich die Pressemitteilung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Darüber solltet ihr Bescheid wissen. Watch Dogs Legion, Gods and Monsters und Rainbow Six Quarantäne wurden verschoben. Verschoben auf einen ungewissen Zeitpunkt, zumindest Stand heute. Und das bedeutet für uns, eventuell wissen wir früher was zu dem nächsten Assassin's Creed, damit einfach ein paar Verkäufe angeregt werden, damit einfach irgendwas noch passiert in Ubisofts Kassen. Könnte sein. Aber Ubisoft hat das nicht in der Pressemitteilung mitgeteilt. Denn das wäre eine schwere Entscheidung. Eventuell sogar ein Assassin's Creed vorziehen, das würde ich sagen, kommt nicht. Also ein Assassin's Creed im nächsten Frühjahr sehe ich nicht. Bedeutet, ich sehe das Release-Zeitpunkt weiterhin Herbst 2020. Ganz einfacher Grund. Herbstgeschäft ist das beste Geschäft, denn damit nimmst du die kalte Jahreszeit mit, wo keiner mehr richtig gerne rausgeht, weil es dunkel ist, weil es regnet. Okay, gerade ist schön draußen, mega cool, Leute, geht raus. Aber das kann sich jederzeit wieder ändern. Zweitens, du hast Weihnachten. Also Release, definitiv, muss im Herbst sein. Ich würde sagen, Oktober 2020, da kommt das nächste Assassin's Creed raus. Die Ankündigung wäre klassischerweise auf der E3 im Juni 2020. Aber durch die vergangenen Ereignisse könnte es wirklich sein, dass wir früher schon was erfahren. Ich will da keine Wette eingehen oder so, aber es ist natürlich nur Hoffnung. Einmal freue ich mich darüber zu berichten, freue mich auf jede Info, die wir aus so einem Teaser-Trailer oder aus einem Trailer mitnehmen können, auf jedes einzelne Detail einzugehen hier auf meinem Kanal. Ich bin einfach nur todesgehypt. Aber auch, weil wir eben Gods and Monsters nicht haben, wünsche ich mir früher was. Wer weiß, was da kommt, wer weiß, ob das kommt. They turn to you. Wer übrigens Gods and Monsters noch nicht gesehen hat, dazu habe ich glaube ich auch ein oder zwei Videos schon gemacht. Lohnt sich nochmal reinzuschauen. Ist wie gesagt eine Mischung aus The Legend of Zelda und Assassin's Creed Odyssey. Bringt halt Cell-Shading und Puzzle-Level zusammen mit dem Rollenspielsystem und der Welt von Assassin's Creed. Aber nicht mit Assassinen im engeren Sinne, sondern eher auf einer Isu-Ebene. So könnte man es glaube ich beschreiben. Wer weiß, vielleicht ist Gods and Monsters sogar Ubisofts Masterplan, um Kinder schon an die Reihe ranzuführen. Ja, dass sie dann durchstarten mit Gods and Monsters und dann weitermachen, wenn sie alt genug sind mit Assassin's Creed. Wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach ein mega guter, mega, mega guter Schachzug. Denn man weiß ja, Kinder werden früh geprägt. Die Schulen kriegen Apple-Produkte gesponsert, kostenlos. Die PCs von Apple und dann wollen die Kinder das natürlich auch weiter benutzen. Einfach nur ein kluger Move, falls das so gedacht ist. Hut ab. Halten wir also nochmal fest. Release Assassin's Creed Kingdom Herbst 2020, wahrscheinlich Oktober. Das ist einfach so meine Wette, die ich hier mit euch abschließen möchte. Könnt ihr ja gerne mal andere Daten noch wetten. Ich sage Oktober einfach, weil das in den letzten Jahren sehr erfolgreich war. Anfang Oktober Assassin's Creed Odyssey, am 5. Oktober 2018 war das. Am 2. Oktober gab es Early Access und dann Ende Oktober 2017, da kam ja Origins raus. Und deswegen sehe ich das als guten Monat. Origins und Odyssey haben sich beide super verkauft, im Vergleich zu Syndicate total outperformed. Syndicate ist jetzt etliche Jahre draußen und Odyssey hat sich schon viel besser verkauft als das Spiel. Spricht ja auf jeden Fall Bände, einmal für die Spielequalität, zum anderen aber natürlich auch für ein gutes Marketing. Möglicher Release-Zeitpunkt des Spiels haben wir geklärt. Teaser-Trailer erwarte ich vor der E3, vielleicht im Mai, vielleicht aber auch noch früher, das wäre mega cool. Ich denke aber, und ich habe auch die Vermutung, dass es früher kommen könnte, einfach weil wir momentan nicht so ein gutes Bild von Ubisoft haben. Die wollen uns wieder gewinnen, für sich gewinnen und uns nochmal ködern und heiß auf die Marken von ihnen machen. Ich glaube, da könnte wirklich früher ein kleiner Teaser kommen, aber die richtige Ankündigung erwarte ich erst auf der E3 2020, die wir natürlich dann hier gemeinsam wieder im Livestream uns anschauen. Und ja, das waren so meine Gedanken zu einem möglichen Release-Zeitpunkt, zu einem möglichen Teasen und zu einer möglichen offiziellen Ankündigung von Assassin's Creed Kingdom. Ich bin gespannt auf eure Meinung und ja, wir sehen uns im nächsten Video zu diesem Thema. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnatz. Abschalten, genau.
Genau.